Moin moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Insektenprofi und heute gibt's endlich das 1000 Abonnenten Special. In diesem Special heute möchte ich euch gerne meine größere Blattschneider-Ameisenkolonie vorstellen. Und zwar sind das die Acromimex octospinosus. Ich werde den Namen jetzt unten nochmal einblenden. Viele haben sich dieses Video schon länger gewünscht. Heute habe ich endlich mal Zeit, das auch zu machen. Ich werde euch jetzt also die Anlage zeigen und wie die Kolonie aussieht nach über einem Jahr Haltung. Ja, fangen wir mal mit dem Futterbecken an. Ich habe gerade gefüttert und wie man sieht, entsteht da schon auch der erste Stau. Es sind jetzt gerade so viele Arbeiterinnen hier unterwegs am Schneiden und am Tragen, dass das häufiger passiert, wenn ich dann alle zwei Tage fütter, dass direkt ein Stau entsteht. Hier haben wir das Futterbecken. Ein Zylinder im 20 cm Durchmesser, so wie die anderen Behältnisse. Ebenso. Ja, die Ameisen haben dann hier den Laufweg. Sie laufen hier hinter dem Monitor entlang. Links hier rüber. Dann senkrecht nach oben. Was für die Blattschneider überhaupt kein Problem darstellt. Dann kommen wir schon zum ersten Becken der Anlage oder zum zweiten Becken der Anlage, was die Kolonie jetzt hier als Müllbecken auserkoren hat. Es wird auch bald wieder Zeit, das dann zu reinigen. Ungefähr einmal im Monat mache ich das komplett leer. Ja, und der nächste Zylinder ist dann auch schon der Pilzzylinder. Und der ist fast komplett gefüllt. Bis oben hin. Und das ist schon ganz okay für ein Jahr Haltung. Ja, danach folgen noch zwei leere Zylinder. Ich hoffe natürlich, dass wenn die Ameisen jetzt den Pilzzylinder dann wirklich vollständig ausgefüllt haben, dann auch anfangen, im nächsten Zylinder Pilz anzubauen. So, ich versuche jetzt mal die ganze Anlage drauf zu kriegen. Hier haben wir die vier Zylinder. Den Laufweg und da hinten das Futterbecken. Das sind gut 2,5 Meter zu laufen und für die Koloniegröße absolut kein Problem. Es könnten sogar noch mehr Laufwege sein. Der Plan ist jetzt eigentlich, dass wenn die Ameisen anfangen, im nächsten Zylinder Pilze anzubauen, dann die Anlage auch wieder zu erweitern und einen neuen Laufweg zu schaffen. Ja, leider komme ich da mit der Kamera nicht gut hin, aber wie man sieht, werden da schon die neuen frischen Blätter eingetragen und zum Pilz gebracht. Ja, die Kolonie hat sehr, sehr viele Arbeiterinnen mittlerweile. Es ist echt schwer zu schätzen. Ich würde mal schon fast sagen, irgendwas zwischen 2.000 und 4.000. Wie man sieht, ist der Pilzzylinder wirklich komplett voll mit Arbeiterinnen auch. Erwähnt habe ich die Kolonie vor ungefähr einem Jahr bekommen. Es werden so 14, 16 Monate eher sein. Ich habe die Kolonie damals mit einem sehr kleinen Pilz bekommen, 20 bis 30 Arbeiterinnen. Wenn man sich die Kolonie jetzt anschaut, dann kann man schon zufrieden sein. Natürlich gibt es immer mal eine Kolonie, die ein bisschen schneller wächst, ein bisschen langsamer wächst. Aber im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich das gesunde Mittelmaß bei dieser Art. Und das macht mich dann schon zufrieden.
Ja, gerade auch im Winter gehen viele Blattschneider-Ameisenkolonien ein bisschen zurück. Der Pilz geht ein bisschen zurück, weil man ja fast nur noch Brombeerblätter füttern kann. Das ist jetzt bei der Kolonie nicht der Fall. Der Pilz ist fast gar nicht zurückgegangen. Ich kann da im Grunde kann ich da nichts feststellen. Und das freut mich natürlich, dass die Brombeerblätter trotzdem so gut angenommen werden von den Ameisen. Ja, wir sind am Ende von dem Video. Ich möchte euch einfach nochmal danken für über 1000 Abonnenten. Ich kann es kaum fassen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Erst recht nicht so schnell so weit komme. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich mache einen kleinen YouTube-Channel, hauptsächlich über Bauanleitungen für Ameisennester. Mittlerweile sind viele Arten dazugekommen, die ich vorgestellt habe, viele Haltungsvideos, euch viele Tipps gegeben habe. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich dann auch eure Wünsche berücksichtigen kann, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dazu ein Video zu drehen. Aber alles in allem bin ich schon sehr froh, wie das alles läuft. Bedanke mich einfach nochmal für die ganzen netten Kommentare, für diese tolle Community, die dahinter steht. Und ich freue mich auf die kommenden Videos.